Was wäre passiert, wenn Draco Malfoy in der Schlacht von Hogwarts gegen Lord Voldemort angetreten wäre? Das und mehr jetzt in diesem Video. Eine der denkwürdigsten Szenen aus Die Heiligtümer des Todes Teil 2 ist der Moment, in dem Draco Malfoy widerwillig seine Eltern auf dem Hof von Hogwarts trifft. Nun sind es nicht seine Eltern, die ihn zögern lassen, sondern die Tatsache, dass er sich der gegnerischen Seite anschließt, obwohl er sich in seinem Herzen geändert hat. Ich bin sicher, ihr erinnert euch alle an diese eklige und verfluchte Umarmung, die Voldemort ihm gibt. Es ist einfach so schlecht, dass es irgendwie auch schon wieder gut ist, weil es zeigt, wie sehr der Charakter im Angstmodus mit positivem Ausdruck reagiert. Für dieses Video werde ich mich mehr auf den Film als auf das Buch beziehen. Weiter geht es mit einem der peinlichsten Momente in der Geschichte des Harry Potter-Universums. Draco kehrt zu seinen Eltern zurück. Und als die Ereignisse nicht nach Plan für den Dunklen Lord verliefen, lässt das Trio aus Draco, Narcissa und Lucius Malfoy seinen Meister schnell im Stich. Zurück in Malfoy Manor entkommen sie der Strafe, und von mir hatten sie jedenfalls irgendwie ein wenig Mitleid. Gegen Ende von Die Heiligtümer des Todes waren sie wirklich in etwas verwickelt, an dem sie nicht beteiligt sein wollten. Trotzdem hatte ich ein bisschen Mitleid, besonders mit Lucius. Er war absolut erschüttert und komplett zerstört. Also konzentrieren wir uns in diesem Video auf Draco. Vielleicht lag es nur an mir, aber ich hatte das Gefühl, dass er sich und auch seine Klassenkameraden aus Slytherin letztendlich von Voldemort und den Todessern lossagen würden. Und was wäre, wenn das tatsächlich der Fall gewesen wäre? Genau darum geht es in diesem Video. Wenn sich Draco in der Schlacht von Hogwarts gegen Voldemort gewandt hätte und sich auch offen gegen ihn ausgesprochen hätte, das wäre mal denkwürdig gewesen. Gucken wir uns das mal genauer an. Ich bringe dich jetzt zurück in den Raum der Wünsche, wo Draco zusammen mit Blaise Sabini und Goyle Harry, Ron und Hermine gegenüberstand, während Goyle seinen Zauberstab mit dem Dämonsfeuer nicht beherrschen konnte und der Raum in Flammen aufging. Am Ende rettete Harry Draco das Leben. Harry hätte Draco sterben lassen können, aber stattdessen ging er zurück, um ihn zu retten. Draco erkannte das große Risiko, das Harry eingegangen war, um ihn zu retten. Und er erkannte den Unterschied zwischen den beiden Seiten. Harry würde den Tod riskieren, um das Leben eines einzigen Menschen zu retten, während Voldemort erwartete, dass seine Anhänger für ihn starben, ohne dass er sich jemals in die Lage versetzen würde, den Gefallen zu erwidern, offensichtlich. Auch wenn Draco jetzt Zweifel an seiner Loyalität oder an Harrys selbstlosen Heldentaten hatte, die ihm letztendlich den Mut gaben, für die richtige Seite zu kämpfen. Spulen wir jetzt mal vor zur Hofszene, in der Lucius Draco ruft und versucht, ihn zu begrüßen, nur um festzustellen, dass Draco an der Seite seiner Mitschüler in Hogwarts stehen wird. Laut spricht Draco die folgenden Worte: "Es ist das, worum es geht, Vater. Wir sollten nicht für jemanden kämpfen und sterben, der uns nicht als menschliche Wesen schätzt, der von uns erwartet, alles einem Mann zu widmen, der Versagen als ständige Bestrafung ansieht. Und sieh dich an. Er kann nicht zwei Schritte gehen, ohne Angst davor zu haben, was als nächstes mit ihm passieren wird." Zusätzlich zu dieser Aussage spricht er dann die Armee an, die hinter Voldemort steht. Und die Hälfte von euch ist hier aus Angst, während die andere Hälfte offensichtlich denkt, dass es richtig ist, unschuldige Menschen zu töten, nur weil sie außerhalb der Zaubererwelt mit magischem Blut geboren wurden. Doch hört mir zu, ihr, die ihr hier seid aus Angst und ihr, die ihr hier seid aus Überzeugung. Ich sage euch, dass dies nicht das Richtige ist. Das ist nicht das Erbe, für das unsere Vorfahren gekämpft haben. Wir sind Zauberer und Hexen, aber wir sind auch Menschen. Wir sollten nicht dazu verdammt sein, uns gegenseitig zu bekämpfen, basierend auf einer Ideologie, die Unschuldige verurteilt und Spaltungen zwischen uns schafft. Lasst uns unsere Unterschiede überwinden und gemeinsam für eine bessere Zukunft kämpfen. Eine Zukunft, in der wir nicht durch Angst regiert werden, sondern durch Liebe und Verständnis. Lasst uns vereint stehen gegen die Dunkelheit, die versucht, unsere Welt zu zerstören, und lasst uns das Licht der Hoffnung und des Mitgefühls entfachen, das in jedem von uns brennt. Draco würde richtig anfangen auszupacken. Seine Seele hat ihn lange genug mit Dingen belastet, die er nicht tragen konnte. Und jetzt würde er seinen ganzen Mut zusammennehmen und aussprechen, was viele dachten, auf beiden Seiten, aber die meisten von ihnen sich nicht trauten zu sagen, entweder aus Angst oder auch aus Scham.
Die ganze Zeit über fleht Lucius Draco an, aufzuhören, bevor Draco sich schließlich an den dunklen Lord selbst wendet und sagt: Du hast keine Ahnung, oder? Ich weiß nicht, woher die Dunkelheit und du gekommen seid, aber ich hoffe, du bist der Einzige deiner Art, denn ein Mensch bist du sicher nicht. Deine Unsterblichkeit ist ein Fluch, und doch hast du sie als Errungenschaft betrachtet. Sogar Bellatrix Lestrange ist schockiert, und Voldemort, der noch nicht gesprochen hat, bricht endlich sein Schweigen und sagt: Nun, Draco, das war eine mutige Rede. Gut gemacht, gut gemacht. Aber du hast ganz sicher recht. Viele sind aus Angst hier, aber ich bin viel schlimmer als Angst. Und bedauerlicherweise sollst du das Beispiel sein für jeden hier, der Zeuge ist. Voldemort zog dann seinen Zauberstab. Lucius Malfoys Beteuerungen sind lautstark zu hören. Er schreit es förmlich. Mein Herr, mein Herr! Bitte, er weiß es nicht, mein Herr. Ich flehe dich an. Voldemort wendete sich an Lucius und sagt: Vielleicht hast du recht, Lucius. Bedenke, das ist deine erste Lektion, Draco. Daraufhin würde der dunkle Lord seinen Zauberstab auf Lucius richten und die Worte Avada Kedavra aussprechen. Lucius' Körper würde sofort zu Boden fallen und Narcissa würde einen lauten Schrei ausstoßen. Das Leben deines Vaters für deines. Enttäusche mich nicht, wie er es getan hat, sagte der dunkle Lord. In diesem Moment würde Harry Potter aus Hagrids Arm springen und die Geschichte würde ihren ursprünglichen Verlauf nehmen. Draco würde eilen, um seine Mutter zu trösten und beide würden Lucius' Körper weinend halten. Dieser Moment wäre etwas, woran Draco sich noch viele Jahre lang erinnern würde. Aber vorher würde er an der Seite seiner Mutter kämpfen, bis Harry und Voldemort im Hof landen würden. Dort würde Harry den dunklen Lord endlich besiegen, wie es in der Geschichte vorhergesehen war. Zusammenfassend also nochmal gesagt, in dieser Geschichte würde eine Person mehr als nötig sterben. Und zwar ist es nicht mal Draco, der stirbt, obwohl er sich behauptet hat, sondern sein Vater, der sich quasi für ihn opferte. Dafür hätte Draco in der Bekennungsangelegenheit ein reineres Herz gehabt. Aber seien wir mal ehrlich, seine Mutter und er wären ziemlich am Boden gewesen und ihr Leben wäre auch nicht mehr das gleiche gewesen. Meiner Meinung nach also die schlechtere Wahl als die erste Option, die wir in den Büchern und den Filmen kennen. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Mich würde eure Meinung mal genauer interessieren. Habt ihr jemals über diese Szene nachgedacht, in der Draco hätte etwas sagen können? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ich etwas vergessen haben sollte, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen. Noch ein kleiner Nachtrag. Wenn ihr irgendwelche Themenwünsche oder Vorschläge für den Kanal habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare unter diesem Video oder schickt mir einfach eine E-Mail. Und ich werde versuchen, alles so weit umzusetzen, wie es möglich ist.